So Leute, weiter geht's in der schönen Monsterfarm. Monster besiegen, ja. Und ich habe mir mein Glück bisschen hochgeschraubt. Auf 58 bei Tidus. Ja, die sind ziemlich nah beieinander. Auch und ist gut dabei mit 53. Da fehlt aber noch einiges, bis ich da auf 100 komme. Also ich fahre sowieso gerade unterwegs, wo er noch nie zuvor war, der Gute. Ja, das wird noch spaßig hier. Und ich habe hier auch noch ein paar HP-Felder für ihn. Die sind auch nicht schlecht. Also alles nehmen, was man kriegen kann. Frosch im Hals, Quark. Aber es geht jetzt weiter in der Monsterfarm. Ich will da kämpfen. Den Erdverspeiser habe ich schon mal euch gezeigt. Ja. Die Wabbelmasse auch. Das ist derjenige, der immer mit Ultima kontert und von dem man die Glücksfeuerreden bekommt. Ich zeige es euch trotzdem nochmal prophylaktisch, weil ich eh beides nochmal brauche. Von daher einfach rein. Man braucht so viele Glücksfeuerreden, dass. Ich meine, im Vergleich zu den Angriffsfeuerreden, ja. Zum HP und so. Angriff. Macht man vielleicht 30 Felder mit Glück, damit man so auf über 100 ist, etwas. Aber es dauert viel länger als bei diesen normalen Sphäreiden. Einfach weil man weniger erhält. Und warum mache ich hier schon schnell auf alle, wenn der nicht mal hier da liegt? Leg dich nieder. Okay, ja, schlägt auf Auron ein, nicht so schlecht. Also einfach rein. So, dum-dum-dum. Und jetzt schön konter, mein Freundchen. Und alle den Flayer sind, die du im Arsch legst. Beim Rücknäher. Und uns deinen Arsch zeigst. So, passt eher. So. Die greift immer verdammt stark, obwohl ich Shell habe. Fällt nicht so gut. Gelevelt sind empfehle ich auch noch. Unter anderem Schutzengel. Und ja, Autoregener vielleicht auch noch. Gibt's mehr als genug Dinger. Die hier reinhauen. Ups. Ah, nervige Kämpfe kommen jetzt. Ja, ja. Mein der geht ja noch, er ist nur nervig. Und er ist der einzige Gegner, von dem man zwei Glücksfeuerreden kriegt. Aber die zwei kriegt man auch nur, wenn man in den Maximalschaden besiegt. Also wie gesagt, 99.999, ja. Und das mache ich eh schon mehr oder weniger fix. Da gibt es nichts zu sagen. Ups. Aber wie langsam sich die Extraliste füllt bei Tidus, merke ich gerade. Obwohl er maximal Schaden macht. Ja, das ist ein bisschen komisch. Und in Mai, ich kann euch mal zeigen, wie stark der Vika von Tidus ist. Das ist auch nicht schlecht. Ja, auf 4000. Das kann sich sehen lassen. Das kann sich wirklich sehen lassen, obwohl ich im Shell-Modus bin. Also normalerweise würde der Vika so 8000 heilen. Wer will mehr? So. Wing! Immer schön Reflekt auf dich. Leider kann ich das Reflekt von dir ja nicht nehmen. Na, da war doch was. So. Whoops! Schön kritisch. Aber bringt leider nichts. Autsch. Vor allem finde ich den Hintergrund so cool. Immer der gleiche. Egal welchen Gegner ihr betretet. Und das war's. Tschüss! Solange er nicht umgefallen ist, der Gegner, ist er schon nervig, weil er mit seinem Megatonschlag euch sofort umbringt, außer ihr habt Todeswall, wie bei mir der gute Auron, der hat das als Ausrüstung, habe ich ihm mal gegönnt. Das ist der einzige, der das nebenbei hat, hier bitte. Blindwall, Todeswall und Giftwall. Er braucht so eine Schleife, wenn man Giftwall hat. So, weiter geht's mit der Wabbelmasse und ja, die ist auch verdammt nervig. Die kontert jede Aktion mit Ultima, die hatte ich schon mal, aber ich will es euch nochmal zeigen. Einfach so Vollständigkeit halber, weil hier alle Monster besiegt werden, damit ich diesen lustigen Gegner da kriege. Und der lustige Gegner wird auch eine Zeit lang dauern, weil der hält ein bisschen was aus. Kann ich euch dann sagen. So, Suppression erstmal. Ich glaube zwar nicht, dass das funktioniert, aber machen wir mal. Trink einen Schluck. Auron ist durstig. Wieder einmal. Ja, irgendwie finde ich sogar Suppression besser als für den Zephyr. Der Zephyr macht zweimal Schaden.
Und auch noch mit Element, einen ziemlich witzigen. Und ouch, stimmt, da war doch was. Und ich lebe noch mit allen. Wie geil ist das denn? Also das mit Nasspresse konnte das nur bei Ekstasen so. Aber warum lebe ich noch? Normalerweise macht das so 20.000, ne? Kein Witz, Leute. Normalerweise macht die Nasspresse wirklich 20.000. Das hat mich gerade überrascht, aber einfach rein. So, zack! Eventuell würde ich euch hier sogar empfehlen, mit Protest zu kommen. Dann wird das nochmal HP die Nasspresse. Und auch Shell gegen das ganze Ultima-Gedöns hier. Ich glaube, das mache ich auch mal kurz. Es nervt ein bisschen. So, Shell bitte sehr. Sehr. Affektidos bitte einmal, was so schön war. Und Protest braucht man hier eh nicht. Oh, das war ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Ich muss Tidus das überleben. Sonst wird das ein ziemlich harter Tag. Außer ich habe Glück, dann greift es nicht mit seiner Nasspresse gleich an. Weil immer wenn der Freund hier dran ist, in der Leiste, heißt es Nasspresse oder ein schwacher physischer Angriff auf einen einzelnen Charakter. Ich bin wirklich schwach. Das macht geil, gerade mal so 500 bis 800. Okay, ist die Nasspresse. Klatscht man uns nieder, zack. Ja, sag jetzt 20.000 auf Tidus, das haut rein, Leute. Mit Protest kann man das Ganze ja noch halbieren, wenn es nötig ist. Und meistens ist es das so. Einfach rein, so zack. Juno kann das Ganze hier wieder hochhalten, dauert nur ein bisschen. Ultima! Also wenn man nicht aufpasst, hat dieser Kampf durchaus noch Schwierigkeit. Durch die Nasspresse, einfach weil die so viel Schaden macht. Ich meine, hallo? 20.000? Das ist kein Zuckerschleck, ne? Das hält gerade mal Tidus aus. Ich glaube, Juno will es auch schon aushalten, aber die hat noch keinen HP-Expander. Den muss ich ja selber basteln. Die Gigantenflügel ist ein bisschen teuer. Man, das Thema hatten wir schon mal. Vielleicht muss man auch gleich mal Auron heilen hier. Schön. Muss ich aufpassen wegen der. Wer als nächstes dran ist. So, Juno ist nochmal dran. Aber diesmal kommt ein Summon ins Spiel, der die Nasspresse für mich abfängt. Wie ich eben empfehlen hier. Der beste Reinschicke, die Nasspresse vorher tankt bzw. ja, aufhält. Damit ihr den Schaden nicht bekommt. Warte. Falfares, komm du mal her, ein Vögelchen mit mal. Hallo, wie geht's schon? Ja, bist du ein Vogel. Kämpf mal für mich. So, mach hin. Angriff! Schauen wir, was er diesmal macht. Erstmal Ultima, dann den Konter. Und dann sein Standardangriff mal. So. Wuhu! Ich würde auf jeden Fall hier nicht empfehlen, hier mit Ekstasen zu kämpfen. Auch nicht von dem Bestia. Das kann sehr böse enden. Ah, er greift physisch an. Okay. Ich sag ja, der Angriff von ihm ist extrem schwach eigentlich. Aber die Nasspresse. Mir kommt vor, die ignoriert eure Verteidigung. Ich glaube, das ist auch wirklich so. Darum macht ihr auch so heftigen Schaden. Reicht nur eins. Viel HP haben. Ich meine wirklich viel. So 25.000, dann hält der alles mit allen Charakteren aus. Dann habt ihr nie wieder HP-Probleme, Leute. Das erste. Woohoo! Also Ultima von ihm ist auch ultra schwach. Nur das, ja, die Nasspresse. Und tschüss von Fares. Ich glaube, der hätte es sogar ausgehalten. 11.734? Habe ich nicht ganz genau hingeschaut, wie viel Verfass ausgehalten hat am Anfang. Egal, einfach rein. So, und jetzt bin ich wieder dran. So. Die Wappenmasse hält so, ich glaube, 1,3 Millionen HP aus. Das ist nicht viel eigentlich, aber die Animationen dauern halt so lange, ne? Woo! Ich brauche nochmal bitte Heilung für den guten Tidus. Danke sehr.
11.000 erreicht. So, zack. So bald müsste er auch weg sein, ja. Der hält nicht so viel aus. Es dauert einfach nur. Boing! Autsch. Ja. Schlitz! Leider weiß man nie, was er angreifen wird, wenn er selbst dran ist. Das heißt einfach durchprobieren. Ach, und stimmt, seine magische Schwäche ist auch interessant. Sie ändert sich nämlich jede Runde, wenn er dran ist. Also einmal hat er eine Wasserschwäche, einmal hat er Feuer, Eis und so weiter. Und ich glaube, der kann sogar immun zu Sanctus sein. Einer der wenigen Gegner hier in der Monster Farm, wo das der Fall ist. Woo! Ultima! Die ultimative, die hochultimative Magie. So schwach und dennoch so nervig. Stimmt, Ultima ist eigentlich gar nicht so stark, es ist nur nervig. Jetzt habe ich's. Jetzt weiß ich, warum die Ultima heißt. Ultimativ nervig. Also richtig. So, schöne Heilung für dich, Yuna. Und zack! Da lebt er noch immer. Meine Güte, Freundchen. Ich habe weiß, Leute. Die nächsten Gegner, die nachdem wir kommen, die sind chilliger. Autsch. So, ich rufe. Rufen wir mal. Nee, das Magus-Spiel hält das auch nicht aus. Bahamut könnte das aushalten. Der hat gut HP. 22.000 und war zerquetscht. Einzige Problem bei ihm, das Vitra ist irgendwie schwach geworden, habe ich gemerkt. Er heilt sich nur noch um 8.000 statt 9.099. Und, achso, ist der letzte Schlag. Na gut, das kann ich nicht wissen, außer ich zähle mit. Da war ich keine Lust. Tschüss, Wappelmasse! Der einzige Gegner, von dem man Fortuna Sphäre kriegt. Außer er hat Bock und gibt euch wieder mal zwei Duplikristalle. Ne? Das kennt ihr doch. Oh ja. Und tschüss, meine Güte. Als würde Ultima schon nicht lang dauern, dauert auch noch seine Animation zum Sterben. Extrem lange. Ich hätte den Freund Flair oder so gegeben und. Da sind die Dunkelkristalle. Ich wollte aber was anderes haben. Ah, na toll. Darf ich denn nochmal bekämpfen? Aber jetzt will ich mal weitermachen hier. Brr. Nervig, nervig. So, der Katastro-Tentakel. Der ist auch ziemlich lustig. Ab geht's! Den Freund kennen wir. Lang, lang ist her. Wo war das? Was war von einem Tempel von Ifrit seinen? Ne? Ja, ja. Lang, lang ist her. Soweit ich weiß, konnte der mit Zuständen, wenn er mal Bock hat. Ansonsten heißt einfach reinhauen. Wenn man genug Schaden gemacht hat, dann kommt diese Gegner aus dem Panzer raus und kämpft richtig. Solange er im Panzer drin ist, wartet er, bis er dran ist. Und wenn er dran ist, macht er, glaube ich, alle Zustände auf euch und ja, und sehr viel Schaden. So, komm raus, mein Freundchen. Genau, der war das. Ich erinnere mich, lang her. Schön rot ist er geworden. So, zack. Hau mal einfach rein. Mal schauen, ob er aufs Band kommt. Also der ist wirklich viel angenehmer als der vorherige. Der hält zwar ein bisschen mehr aus dem HP her. Und er haut auch rein, wenn er mal drankommt. Wenn er mal drankommt. Einfach rein. Zack. Ich muss mal bei A und die Ekstase ändern, merke ich gerade. Ja. So, soweit ich weiß, waren deine Angriffe auch ziemlich stark. Also, ruf ich nochmal von Fahrrad und check das mal ab. Ich weiß nämlich nicht mehr ganz genau. So, mach mal hin, ne? Ich weiß, ich rufe jetzt gerade ein bisschen oft, aber warum nicht? So, zack! Schau mal, was er macht. Anti-Spirit-Säure. Okay, das macht gar nichts. Auf alles, geh wieder zurück. Ich hab gemerkt, der kann nichts. Aber wirklich, der kann nichts irgendwie, wenn das alles ist, was er so macht. Ich meine, okay, das macht wahrscheinlich wieder Zustände ohne Ende. Aber ich hab Schleifen. Und dann interessiert mich Zustände nicht. Und was mache ich hier? Darum mag ich manchmal das Merken nicht. Also, dass sich das merkt, was man eingegeben hat, da passiert mal das
schon hin, wenn mal häufiger. Egal, einfach rein. Moment, machen wir es mal ein bisschen. Achso, du hast keinen Hast. So, na gut, dann einfach rein. Dong. Gravitas! Oh, süß. Wee. Also richtig putzig. Whoops. Also dafür, dass er als drittes da ist, ist er viel angenehmer als die vorherigen Gegner. Einfach weil er nicht kontert. Was gibt denn der? Bonzenmesser. Oh, cool. Damit kann man nämlich was reinbauen in seine Waffen oder in seine Rüstungen. Ich glaube, das war Doppel-AP, oder? Moment. Ah nein, hier. Doppel-Gill war das. Hm, okay. Ist auch nicht schlecht. Vor allem, wenn ihr nicht Rico da dabei haben wollt, Leute, dann könnt ihr das mal einen anderen geben. So, dann der Photonwerfer. Und, okay, der ist wieder hart. Der ist wieder hart, ja. Weil der Freund hier kann auch wieder nämlich kontern. So. Ich glaube, das war der eine auf dem Berg. Gargaset oben, ganz halt oben. Ja, ja, das ist der Freund davon. So. Zuerst mal Blitzballgott machen hier, damit ich schon rein reinpfeffere. Yes! Ab geht's. Zeig's mir, Tidus. Wing, 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 wing. Das macht schön Schaden. Yes! Ich glaube, das ist der erste Gegner, der 2 Millionen aushält hier in der Reihe. Ja, kann sein. Ah, verkackt. Sieht man das auch mal. Boing. So, der kommt jetzt mit Urteil schuldig. Das hält alle positiven Zustände auf, außer sie werden automatisch hergestellt. Also so wie bei mir das Auto hast von Titan Yuna. Und damit konnte der immer und immer wieder. Sehr nervig, der Freund. Als normalen Angriff hat er einen ziemlich hohen magischen Angriff drauf, der Freund. Aber immer nur auf einen, nicht auf alle gleichzeitig. Der Urteil schuldig. Ihr seid schuldig. Warum sind wir eigentlich schuldig? Was? Ein bisschen mehr Infos bitte. Wenn du meinst, dass wir Simon gebracht haben, ja, da sind wir schuldig. Der ist durchaus. Ob wir dazu berechtigt waren, ist eine andere Frage. So, zack. Ich hätte jetzt irgendwie Bock, den hier 1,5 Millionen HP abzuziehen. Wie wollt ihr wissen? Ja, ihr wisst es wie. So, aber warum mache ich eigentlich einen Hass mit dem auch? Und das bringt ja nichts. Weil der Freund da, der hält das nämlich immer wieder auf mit seinem Schuldig! Du bist schuldig! Yes! So, dann rufen wir mal! Anima! Mach diesen Freund bitte 1,5 Millionen HP weg. Du musst nur mit dem Passer quetschen. Auch wieder ein nerviger Gegner. So. Zuerst mal kann ich Hass machen. Könnte ich. Ich glaube, das mache ich auch. Hass bitte sehr. Mal schauen, was er kommt. Mit einem Angriff? Ja, mit einem normalen Angriff. Der macht gar nichts. Er ist einfach nur da. So. Chaos Dimension. Yeah! Ich mag die Animation, vor allem die lange. Schön stänkrig. Ich habe sie kurz an wegen dem Video. Wow, das war nur 1 Million? Das war ja recht wenig. Im Ernst? 1 Million und ein paar Zuckerschen. So, Himmelsring. Das hat den Flucheffekt. Das heißt, wenn er das mal macht, könnt ihr keine Ekstase mehr ausführen. Und zack. Anima ist auch schuldig. Anima sieht so richtig cool aus, wenn es im Zustand Fluch ist. Zack! Und wieder schuldig! Da, Protest. Was? Der hat Protest drauf? Ich will jetzt wissen, wie viel Schaden das macht, obwohl er Protest hat. Noch immer maximal. Alles klar. Läuft bei ihm. Ja, er macht Protest, damit ich noch immer maximal Schaden mache. Jupp! Mache ich jeden Tag. Dum, dum, da, dum, da, 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 da.
Der Magiering, das ist sein magischer Angriff und... Oh! Okay, das hält keiner aus. 99.999 Schaden. Ja. Das trinkt wirklich keiner. Ich glaube, das durchdringt auch eure Magieverteidigung. Also, dann ist das Schnuppel, wie viel ihr habt. Der haut einfach rein. So, ich will kurz Auron hier heilen. Bam, 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 bam. Ich empfehle hier auch wieder Autoprotes für euch. Oder Protes generell. Obwohl, nee, Protes könnt ihr vergessen. Autoprotes, wenn dann. Weil, wenn sein Urteil schuldig hebt, er ständig das auf. Ständig. Das macht das Ganze hier ein bisschen nerviger. Ja, mir ist so Schnuppe, dass er Prozess hat. Ganz im Ernst. Ich hau einfach Schaden rein. So muss das sein. Und das war's. Meine Güte. Also die ersten zwei Gegner waren ja richtig lustig und denkrig, aber ja, jetzt geht's ja richtig los. Ist auf jeden Fall gut. Was? Die Genji-Klinge? What? Da ist Moin, die muss ich mir kurz mal anschauen. Das ist eine Ausrüstung für Auron. Wer hätte das erwartet? Die Genji-Klinge. Triple Ekstase hat das. Na schön. Und 4 Slots. Nice. Ich glaube, die sieht auch ziemlich geil aus. Muss ich mal zeigen, mal auf Dauer. Die behalte ich mal. So, weiter geht's mit der Saberschnecke. Und die kann ziemlich hart sein. Und auf den freue ich mich ja auch schon, auf den Himmelsdrachen. Ja, ja. Aber die Saberschnecke, die ist nämlich ziemlich fies. Die kann sich nämlich in den Panzer zurückziehen. Also da hinten. Moment, kann man es nicht anvisieren? Hä? Also normalerweise kann man sie und ihren Panzer anvisieren. Weil sobald sie in den Panzer geht, heilt sie sich und ist immun zu allem. Ja, ich meine wirklich, zu allem. Ich versuche hier mal meine Hades Magie. Bitte mal. Oh. Es müssen noch zwei Gegner sein. Schauen wir mal. Du musst jetzt ihr Haus zerstören mit genug Schaden, sonst verkriegt sie sich rein und ja, regeneriert so lange, bis sie wieder maximal werden. Oh, alles klar. Jetzt haben sie Feuer hier. Na dann, einfach. Moment. Einfach rein. Rapidschlag. Yes. Und nochmal, dass das schön war. Wenigstens konnte der nicht, aber der kann richtig nervig sein, wenn er in sein Schneckenhäuschen zurückzieht, der Gute. Immun zu allen dann, regeneriert viel HP und irgendwann kommt er wieder raus. Irgendwie erinnert mich dieser Gegner an Final Fantasy VI, ich weiß nicht warum. Hat man so einen Gegner eigentlich schon mal gesehen? War das als Bosskampf einer Leute? Hilf mir mal kurz. Ich glaube ja, bin mir nicht ganz sicher. Und ich habe schon wieder vergessen, nichts da ist, auch umzustellen. Egal, einfach rein. Einfach rein. Zack! Was machst du? Er greift an, okay. Normalerweise hat er Bock und zieht sich in sein Schneckenhäuschen zurück. Und ja, wie gesagt, er regeneriert dann halt viel HP, aber ja, ich hau ihn einfach rein. Ah, jetzt macht das. Jetzt macht das. Er generiert jetzt, und ich glaube, der ist jetzt immun zu physischen Angriffen, ne? Ja. Na gut. Da machen wir halt Magie. So, Ultima. Und. Warte, warte, warte. Okay, Ultima ist besser. Ultima! Doppelt! Ultima! Meine Magie ist nicht so stark, aber es sollte deutlich Schaden machen. Ja. Yep. Mehr als wie er sich regeneriert bis jetzt. Er hatte gerade einen 30.000er Gegner, das ist schon heftig. Eventuell kann ich sogar mit Lulu kämpfen, wenn die gut trainiert wäre. 15.000, alles klar. Dann geht's weiter hier. Oh, das ist Magie. Und auch der gute Titus hat Ultima drauf. Ist das teuer. OP her, meine Güte. Egal, einfach rein. Ich glaube, ich lasse hier sogar Luna gleich allein kämpfen. Einfach weil die weniger MP-Verbrauch hat. Auch schon mit 32.000. Also, obwohl ich nicht mehr Ki trainiert habe, ist sie noch immer verdammt gut. Ja,
29.000? Och du, 46.000, aber ich mache nur immer mehr Schaden. Du kannst nachrechnen, ich mache immer mehr Schaden, als wie du heißt, weil ich kenne, ja? Das Gute ist, wenn er Schneckenhäuschen ist, er greift nicht an. Das Schlechte ist, er regeneriert viel HP. Ich glaube, wenn ihr sogar Pech habt, regeneriert er sogar einmal 99.999. Aber das kommt ultra selten vor. Dieser Gegner ist eigentlich nur nervig, weil er sich verkriecht und nichts mehr macht danach. Ja, noch immer mehr Schaden, als er aushält. Ich mache mal Flair, das ist billiger von MP-Kosten her. Aber macht auch gut Schaden. So, zack! 31.000. Hast du auch Halsmagie, Auron? Ja, hat er! Weißt du was, ich mach mal mit ihm gar nichts. Ist einfach besser. Und Flair hat eine kürzere Animation, ist genauso stark wie Ultima fast. Also einfach rein. So, zack! Ja, muss nicht so lange warten hier. Zack! Stimmt, Ekstasen gehen auch, obwohl er im Schneckenhaus ist, ne? Also rein! Dürfte allerdings keinen Schaden machen, fast. Schau mal. Okay. Machen doch gut Schaden. Ja, so will ich das sehen. So will ich das sehen. Oh, diesmal will ich treffen, ja? Yay! Auf den Ball! Auf den Ball, sagte ich. Schön. Zack! Boing! Er lebt ja noch immer. Und hat eine 46.000er Regena. Oh, heftig, heftig. Also ich weiß nicht, was ich hier ohne Magie machen würde. Wahrscheinlich heule. Er zaubert auch noch Leak auf sich. Ja, kann man machen. Ich glaube, da ist so 45.000 geheilt insgesamt, bis 50.000. Aber ich mache 60.000 Schaden mit der Jünger. Das kann man nur mal langsam rechnen gehen, wer der Beste ist. So, ich brauche mal kurz Elixier für den Tidus. Ich will nämlich mit ihm auch magisch angreifen noch. So, 100er Heilung, das ist gar nichts zum Glück. Einmal wieder eine 15.000er Heilung. So, schön, einfettern. Also irgendwie habe ich Erinnerung, dass man eigentlich das Schneckenhaus auch angreifen kann, aber halt nicht. So, ha, das Magie. Ich will wieder ha, das Magie zaubern. Schön und heilreizen. 24.000. Und nochmal 22.000. Ah, nerviger Kampf, wenn Regena. Das Problem ist, das kann man ja auch nicht nehmen. Anti-Z oder sowas, Leute. Es geht nicht. Wir können es ja probieren. Aber es wird nicht funktionieren. Und der Freund hält auch noch viel aus. Ich glaube so 2,5 Millionen. Und dann auch noch der Trainer-Effekt. Oh, das ist nervig. So, das kommt wieder raus, das Schnecken aus. Danke sehr. Und oh, er ist auch weg. Oh, das Schnecken aus weg. Ah, schön. Jetzt kann er sich wenigstens nicht mehr zurückziehen, der Gute. Also irgendwann ist das Schneckenhaus auch weg, wenn es genug Schaden erhalten hat. Dauert ein bisschen, wie man gesehen hat. Schön, jetzt wird reingepfeffert. Jo! Keine Gnade für dich, Freundchen. Du hast es nicht verdient. Millionen Tonnen. Alles klar. 4 Millionen Tonnen war so ein schwacher Angriff. Ich glaube, da hat auch noch einen Zustandseffekt, der Gute. Alter, wie die Juna einfach mal nach 1 Million Tonnen wieder aufsteht. Sie kann es halt. Ja. Zack! Ich glaube, die HP, die er regeneriert hat, wird ihm selber zugeschrieben. Weil es kann sich nicht zurückziehen. Und da ist er weg. Ja, passt schon. Nerviger Gegner, aber nicht wirklich schwer, leider. Tschüss! Aber schon krass, dass er immun zu physischen Angriffen ist, wenn er in seinem Schneckenhäuschen ist. Ja, ja. Oh, davon gibt's Pendel. Weiß ich gar nicht, wofür die gut sind. Ganz im Ernst. Ich weiß, es ist für Waffen und Ausrüstung. Ich weiß nicht, was das ist und ich will jetzt auch nicht nachsehen. Ich will weiter kämpfen. Ich will kämpfen! Kämpfen!
So, der Ultima Buster. Oder auch bekannt als Ultima Weapon, aber der Freund, den kennen wir. Das war. Naja, ihr seht's gleich. Der Freund hier. Der ist schon mächtig. Ich empfehle hier auf jeden Fall Suppression. Auf jeden Fall. Weil der hat keinen Schutz davor. Das war damals, wo er Sinn angegriffen hat und die Albed mit ihren Machina oder Maschinen Sinn zerstören wollten. Und Sinn das Ganze überlebt hat. Ja, ja, lang, lang ist her. Lang, lang ist her. So. Suppression-Effekt für dich. Yes! Zuerst mal die Arme zerstören. Die haben jeweils ungefähr 80.000 HP. Das heißt, sie sind mit einem Schlag weg. Einzig gefährlich ist, wenn er seinen Kopf bewegt, dann hat er nämlich einen ziemlich krassen Angriff drauf, der ganz schön viel Schaden machen kann. So, alle beide Arme weg. Schön. Und jetzt wird reingepfeffert. Mit Rapidschlag. Ups. Auf den Körper. Nicht auf den Kopf, auf den Körper. Ah, Rapidschlag, bitte sehr. Auren kann das noch immer nicht leider, aber es wird noch. Ich werde nicht mehr lange dauern, sobald ich so die 150 Glück habe, werde ich da runterfahren mit Auron zum Rapidschlag, direkt, ohne Umschweife. So, schön kontern. Ja, das war ein schöner Konter. Kriegst eine Heilung hier dafür. So, nochmal, was so schön war. Danke sehr. Oh, einfach rein, Leute. Einfach rein. So muss das sein. Jawoll. So muss man das sehen. Der Freund hält wieder ein bisschen mehr aus. Wenn ich raten müsste, fast schon die 3 Millionen kratzen. Langsam aus sich geht es in die Richtung, ja. Aber es ist ein guter Kampf. Irgendwann kommen seine Arme wieder. Dann müsst ihr die Arme wieder besiegen. Und wenn er seinen Kopf bewegt, geht bloß auf den Kopf. Das Problem ist, ich kann ihn nicht treffen mit meinen Angriffen. Da müsste ich mit Wacker kommen, der könnte ihn treffen. Den Kopf. Also wenn er den Kopf bewegt, ich werde einen Summon rufen. Weil dann kann es nämlich ziemlich gefährlich werden. Ja, er macht, er bangt da an. Wenn der Kopf wieder dran ist, dann macht er nämlich so einen Mundgeruch. Angriff mit allen Effekten. Ich meine wirklich mit allen. Ja. Und es macht auch noch Schaden, wenn ihr Schutz vor wirklich allem habt. Auch vor Tod wohlgemerkt. Ja. Wir reden auch über den Zustand des Todes. Das ist heftig, heftig, deftig. Damit aufpassen. Ist Juno nochmal dran? Ja, die ist nochmal dran. Gut. So, ist sie nochmal dran? Ne, jetzt nicht mehr. So. Jetzt rufe ich. Anima! Schon wieder. Aber Anima fängt wenigstens jeden Angriff ab. Jeden. Okay, außer er macht mehr als die 26.000 Schaden. Kurz mal hier Hast. Na, machen wir mal. Bringt nichts dagegen. Whee! Schauen wir, was kommt. Ultima. Da bin ich jetzt gespannt, wie das was macht. Bin ich wirklich gespannt. Ich sag mal 1000. Okay, 2000. Knapp daneben ist auch vorbei. Das war's. Wo ist dann. Ah, hier, die Dreckelauge-Angriff. Das ist wirklich alle Zustände. Ah, und Zombie auch noch, sehe ich gerade. Fies. Das heißt, ich kann mich nicht mehr heilen mit Anima. Einfach rein! Yay! Das sollte ein bisschen Schaden machen. Ich sehe gerade, Anima ist auch vergiftet. Obwohl das gar nicht möglich ist. Ich glaube, die Attacke Dreckelauge umgeht die Schleife. Kann das sein? Ich glaube, es ist wirklich so, dass ich das bei dem Angriff einfach, er sagt, Schleife? Nö, du hast keine Schleife. Ich greife einfach mal an. So. Tschüss!
Dafür stirbt die Anima aber auch. Ist schon lange her, dass ich gegen den Freund gekämpft habe. Kann es sein, dass ich ein bisschen was vergessen habe. Aber zuerst wieder auf die Arme. Zack! Auron, du hast zu wenig Angriff. Der Arm überlebt das! Ja gut, der macht verdammt gute Verteidigung. Aber trotzdem, hallo? Das macht mich ein bisschen krass hier. Tschüss! Wenn ihr die Arme nicht angreift, Leute, und ihren Körper angreift, dann halten die den Schaden ab für den Körper. Und der Schaden wird doch noch verdammt derbe reduziert. Ich meine wirklich verdammt derbe. Ne? Nicht nur ein bisschen, so auf 5000 vielleicht. Ja, plus, minus ein bisschen was. Obwohl ihr Maximalangriff habt. Oh, schön! Reinhauen! Zack! So will ich das sehen. Schön viel Schaden. Ja, nom nom nom, lecker. So, nimm den Ball. Nimm den Ball. Und zack. Schön. Whee! Der war aber schnell weg jetzt. Aber auch schon von der Drecklauke muss man sich in Acht nehmen. Einfach mal so alle Zustände. Obwohl man eine Schleife hat. Das ist richtig fies. So, auf in die nächste Runde. Ich bin jetzt richtig heiß drauf. Ich glaube nicht, dass ich den hinkriege. Ich glaube, im Original heißt der von sogar Shinryu. Warum wohl? So, weil diesen Kampf, den könnt ihr nämlich nicht mit Jun und Auron bestreiten, sondern nur mit Tidus, Wack und Riku. Einfach aus dem Grund, Leute, dieser Kampf wird unter Wasser ausgeführt. Ja, sowas gibt's auch mal wieder. Ich werde mal hier kurz mal speichern. Wie lange habe ich mir nicht gespeichert? Ich sag mal 4 Stunden wieder mal, ne? Ja, gut geraten. 90 Stunden Spielzeit. Wo bin ich hier? Meinen die 12? Das ist eine andere Geschichte. So, ich versuch's mal, aber erwartet keinen Gewinn, Leute. Der Himmelsbrache ist wirklich ein Kampf im Wasser. Und er kann den Zustand Stein verursachen, obwohl ihr die Schleife habt. Mit dem Auslöschen. Zack. Ja, wie gesagt, Zustand Stein. Und tschüss. Das Gute ist, der Tidus ist hier verdammt schnell. Wenn ich Glück habe, macht er noch sein Auslöschen auf dem Wacker. Wenn ich Glück habe. Und ich mach mal eine Schutzengel, bringt nichts. Also Schutzengel bringt nichts gegen diesen Angriff, weil man ist Stein und man ist sofort weg. Da ist wirklich gar nichts. Einfach rein. Einfach rein. Und jedes Mal, wenn man den Himmelsdrachen angreift, kontert er mit so einem kleinen Krallenangriff, wie man sieht. Nicht wirklich hart, aber auch nicht besonders lustig. So, bevor du jetzt auf lustige Ideen kommt, mach ich mal einen Rapidschlag auf Wacker. Ja. Damit er nicht seinen Auslöscher macht. Was unten? Auto Felix. Fail! Bitte mach den Auslöscher nicht auf Tidus, sonst habe ich verkackt. Okay, danke. Tidus gegen Himmelsdrachen. Oh, danke sehr, das ist jetzt durchaus möglich. Man könnte sagen, der Himmelsdrache ist so eine Art von aus Final Fantasy 7, der Freund. Der hat auch zuerst mal 2 Charaktere in den Sand geschoben. Dann hieß es 1 gegen 1. Ah, lang, lang ist er. Fein bitte 7. Ja, ja, das war lustig damals noch. Damals, als wir alle noch jung waren. Ah ja, und Let's Play gemacht. Schon etwas länger her. So, ich mach mal hier lustigerweise. Ich mach mal Schutzengel. Weil jetzt macht das nämlich nicht mehr. Also, sobald ihr alleine seid, macht den Auslöscher nicht mehr, sonst wäre es unfair. So, Schutzengel. Danke sehr. Kostet viel MP, aber egal, ich habe absolut Helligkeit. Was war das nochmal? Irgendein starker Angriff. Oh, stark, naja, ich würde sagen, das ist relativ. Ich komme mit Regina. Ja. Und jetzt rein! Bisschen MP sparen hier. Zack. Dieser süße Himmelsdrache. Aber wenn er den Auslöscher auf Tidus macht, ich würde verkacken. Ganz im Ernst. Wenn das schlau wäre, der würde auf Tidus einen Auslöscher machen und die anderen 2 Charaktere, Riku und Wacker, einfach so weg. Oh, schöner Konter. Ich glaube, ich mache hier gleich auch Protes. Wird's ja noch lustiger.
Also schwierig ist dieser Kampf nur, wenn ihr euren Charakter rausnimmt, der nicht gut trainiert ist. Dann ist es fast unmöglich. Außer ihr habt wirklich alle Charaktere verdammt gut trainiert, dann ist es hier sogar relativ leicht. Weil da macht ihr mit gar keinen von den Angriffsbollern mit seinen ultimativen Ball, den ich immer nicht habe. Warum? Ja, der hat ein bisschen Pech gerade. Und dann einfach rein. Aber so ist es wenigstens schon lustiger. Sieht man mal, was der eigentlich kann. Nix. Ich vermisse Shinryu aus Final Fantasy V mit seinem Wasserangriff. Der war lustig. Oh, zack. Krallenangriff. Schön. Und ich habe noch einen Schutzengel, falls irgendwas Schlimmes passiert. Also einfach rein. Blitzballgott unter Wasser. Ja, das sieht man auch nicht davon, dass Tibet unter Wasser laufen kann. Unter Wasser. Nicht auf dem Wasser, unter Wasser. Sieht komisch aus. Wer wirft jetzt eigentlich den Ball? Achso, der kommt einfach so daher. Alles klar. Im Ernst, wer hat den Ball geschossen? Das war's mit dem Himmelsdrachen. Den hätte ich ohne Tidius niemals hingekriegt. Mal gesehen, was der Freund drauf hat. Hula! Und zwei Giganten. Geil! Gigantenblüten kriegt man der von ihm. So, und jetzt müsste der letzte Gegner ja da sein. Ich bin selbst erstaunt, was für ein Monster ich erschaffen habe. Das muss gefährlich werden. Er soll ebenfalls daran teilhaben. Yeah! 10 Super-Spheroiden erhalten. Probe kämpfen? Nee, ich will euch zeigen, was die Super-Sphäroiden machen. Ich habe das Geld, ja. Also das letzte Monster. Die Super-Sphäroiden. 10 Stück davon. Ich glaube, mit denen kann man alles anstellen, ne? Aktiviert beliebige Ability und Parameter. Ja, damit kann man alles machen. Und wisst ihr was? Ich bringe dem Auron hier mit. Ups! Den Rapidschlag bei. Oh, das ist weit unten. Hier ist er. Jetzt kann er ihn auch endlich. Ja, Supersphären sind ziemlich cool. Ich glaube, ich bringe ihm noch was bei. Lass mal sehen. Bestechen. Eine bessere Idee. Imitieren. Ja, nochmal imitieren. Kann ich der Junge vielleicht noch was beibringen? Ich glaube, die ist auch schon fertig. Ja, ja, die ist auch schon fertig. Das heißt, ich bringe ihm auch noch ein bisschen was bei. Oh, Moment. Bessere Idee. Ich nutze die Supersphären auch für Glücks Plus. Das ist meine lustige Idee. Nicht der HP Plus? Ja, wirklich. Ich mache das jetzt, Leute. Habe ich noch? Nein, habe ich nicht. Ich habe keine Fortunsphären. Aber so spare ich mir ein paar Glücksphären. Das ist auch was wert. So, der letzte Gegner, den es hier in der Monsterfarm gibt, kostet 25.000 Gil. Jesa. Und heißt Deus. Das ist eine verstärkte Version von Omega Weapon. Eine viel stärkere Version von Omega Weapon. Ich muss mich korrigieren. Entschuldigung. Den zu besiegen wird ziemlich lustig, weil der Gute hat sage und schreibe 10 Millionen HP. Ich glaube, das schneide ich wieder lieber, weil Webs hat ein bisschen rumgehackt auch gerade. Ja. Also der nächste Part. Der gute Deus, das wird ziemlich spaßig. Ich freue mich schon drauf, weil der hat's drauf. Das ist keines, der hat's wirklich drauf. Ich kann mich an gute Sachen erinnern. Ja, lange her. Ja.